Ich lese wirklich sehr oft unter meinen Videos, dass Menschen sich Gedanken machen über das Thema Existenz. Also vor allem die Leute, die so mit Entfremdungsphänomenen zu tun haben, ne, die machen sich wirklich oftmals sehr starke Gedanken dazu, ob die Welt wirklich existiert, ob sie wirklich existieren, fragen sich, was bin ich eigentlich, wo fange ich an, wo hört die Welt auf, was weiß ich, die verschiedensten Dinge irgendwie zum Thema Existenz, ob wir vielleicht alle in einem Traum leben oder in einer Simulation oder was auch immer, ja. Und ich habe festgestellt, oder das lese ich zumindest aus diesen Beiträgen raus, dass diese Leute wirklich immer wieder in Gedankenschleifen dazu kommen und drüber nachdenken und drüber nachdenken und immer wieder versuchen, irgendwie eine Antwort zu finden auf diese Fragen. Und ich habe mir natürlich über diese Dinge auch Gedanken gemacht, also schon vor vielen, vielen Jahren, und habe für mich festgestellt, dass ich da keine Antwort finden kann, weil wir einfach, ich sag mal, es gibt da jetzt keine. Wir sind nicht an dem Punkt, wo wir wissenschaftlich auf viele dieser Fragen eine Antwort geben können. Aber ich habe das Gefühl, dass sehr viele Leute genau diese Antwort suchen irgendwo für sich. Oder das, also was diese Existenz betrifft. Oder ob wir in einem Traum leben oder in einer Simulation oder solche Geschichten. Also viele Leute versuchen da wirklich irgendwie eine Antwort zu finden. Oder versuchen, Antworten auf Fragen zu finden, die die Philosophie sich schon seit Jahrhunderten stellt. Ja? Und ich halte das für den nicht richtigen, den nicht funktionierenden Weg. Für mich hat das zumindest nicht funktioniert. Ich habe ab irgendeinem Punkt damit angefangen, mir selbst Antworten darauf zu geben oder besser gesagt, mich für Antworten zu entscheiden. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich nicht mehr in diesen Suchprozess so reingeraten bin und immer wieder Antworten für mich gesucht habe, sondern ich habe mich wirklich entschieden, bestimmte Antworten, die für mich sinnvoll erscheinen, mir selbst zu geben. Ja? Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich jetzt. Zum Beispiel die Frage nach der Realität. Das ist eine häufige Sache, die ich immer wieder entdecke unter meinen Videos oder auf meiner Facebook-Seite oder wie auch immer. Also Leute machen sich da immer wieder Gedanken, leben wir in einer Simulation oder was ist Realität? Ist das hier um mich drumherum überhaupt Realität? Und ich kann verstehen, dass man mit so einem Phänomen wie der Derealisation oder Depersonalisation sich darüber Gedanken macht, was ist eigentlich Realität? Ja? Und die Sache ist, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob wir in einer Simulation leben. Und wir können es weder beweisen noch entkräften. Es gibt da, ihr könnt ja mal ein bisschen googeln, es gibt da verschiedene Ansätze und verschiedene Theorien und verschiedene Wahrscheinlichkeitsrechnungen und sowas. Aber das alles läuft auf eins hinaus, wir wissen es nicht. Und deswegen, jetzt wird es ein bisschen windig, ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Deswegen war es für mich die Lösung für diese Problematik, dass ich für mich eine Entscheidung treffe, zum Beispiel beim Punkt Realität, was für mich meine Realität ist. Und ich habe mich ab irgendeinem Punkt dafür entschieden, dass das, was ich hier wahrnehme, so wie auch immer das ist, ob das jetzt durch meine Derealisation sehr distanziert sich anfühlt und mir der Bezug dazu fehlt oder nicht, der Zustand, wie er ist. Und so wie ich meine Umgebung jetzt wahrnehme, das, womit ich interagieren kann, wie auch immer sich das anfühlt, ob sich das distanziert anfühlt oder nah dran anfühlt oder wie auch immer, ich habe mich dafür entschieden, dass das meine Realität ist. Und diese Entscheidung war für mich immens wichtig, um da, ja, ich will nicht sagen, einen Abschluss zu finden, weil natürlich ist das nicht abgeschlossen, weil es kein Wissen ist in dem Sinne, ja, aber es ist eine Entscheidung. Und ich habe das schon mal in einem Video beschrieben, dass für mich Entscheidungen so eine Sache sind, wo ich sehr rigoros mit bin. Also wenn ich mich für etwas entscheide, dass ich das so und so betrachte oder so sehe, dann
versuche ich das auch zu verinnerlichen und mir nicht nur einzureden. Und deswegen hat mir das sehr geholfen, dass ich quasi für mich in dem Moment entschieden habe, oder über diesen Zeitraum hinweg entschieden habe, das hier, dass ich jetzt hier diesen Boden anfassen kann oder das da sehe oder was auch immer, ja, dass ich hier an diesem Gewässer sitze, so wie ich das wahrnehme, das ist jetzt meine Realität. Punkt. Ja. Und alles, was an Gedanken darüber hinausgeht, sowas wie, ist das vielleicht hierhin simuliert oder träume ich das nur oder solche Geschichten, ja? Oder bin ich überhaupt hier? Warum bin ich hier? Bin ich vielleicht auch nur eine Einbildung von mir oder von irgendjemandem? Wo fange ich an? Wo höre ich auf oder sowas, ja? Ja, die denken auch mit drüber nach, ja? Das sind alles Dinge, über die kann man nachdenken, das ist richtig, ja? Aber nicht auf so eine, also für mich, ich habe für mich entschieden, dass es nicht in Ordnung ist, wenn ich auf so eine ungesunde Art und Weise darüber nachdenke. Wenn ich mal in so einem Moment die Muße habe hier und mir darüber Gedanken zu machen und mal ein bisschen an dem, um das Thema drumherum zu denken, so, dann tue ich das natürlich auch sehr gerne. Aber wichtig war für mich, dass ich so eine Basis habe, auf der ich sagen kann, ich weiß es nicht und ich akzeptiere jetzt, dass ich es nicht weiß. Und entscheide mich, dass so wie ich es jetzt wahrnehme, ist es jetzt für mich real. Und dieses Ich, was immer das auch ist, das ist jetzt in dieser Realität und gut ist. So, ja? Und egal was da noch dahinter stecken mag, ich kann es jetzt für mich nicht ändern und ich kann darauf keine finale Antwort finden. So. Deswegen war für mich diese Entscheidung erstmal wichtig. Ob ich darüber hinaus jetzt einfach so ein bisschen rumphilosophiere und überlege und was es alles für Ideen gibt und Ansätze und für mich da versuche irgendwie so Gedanken zu finden, da die zu passen, aber im positiven Sinne, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber wichtig ist erstmal gewesen, diese Akzeptanz, es ist so wie es ist, ich kann es nicht ändern, ja? Selbst wenn ich jetzt wüsste, dass ich nur eine Projektion bin oder dass das hier alles nicht echt ist, sondern nur eine Simulation. Ich kann es nicht ändern. Es ist so. Mir bliebe da auch dann nichts anderes übrig, als in dieser Realität oder was immer das auch ist, zu sein. Ja? Ich könnte da jetzt nicht irgendwie raus oder so. Außer es ist vielleicht wie in Matrix, dass in dem Moment, wo man das erkennt und da vielleicht auf Morpheus trifft und da sich aus der Matrix rausholen lässt, dass man da rauskommt. Das mag sein. Aber hier und jetzt ist es so, wie es ist. Und egal, was dahinter steckt, ich kann es vermutlich nicht ändern. Und es macht auch überhaupt keinen Unterschied. Und die einzige Möglichkeit für mich, mit solchen Gedanken gut klarzukommen, war einfach zu akzeptieren, wie es ist und mich damit anzufreunden. Ja. Nicht das krampfhaft versuchen anzunehmen, so wie, ah, ich muss mich jetzt mit abfinden oder so. Also es ist kein Abfinden, sondern es ist ein Akzeptieren und Annehmen. So. Und so habe ich das mit sehr vielen solcher Gedanken gemacht zum Thema Realität oder Ich, was ist dieses Ich, was bin ich, ja. Ich hab's so akzeptiert, wie es ist, wie ich es hier vorfinde und wie es gerade anfühlt, ob das mit Derealisation oder Depersonalisation ist oder nicht. Ich habe es so angenommen, wie es ist, als meine Realität. Ich habe das schon mal in einem Video beschrieben, was dieses Wort Akzeptanz betrifft, ja, weil viele ja Akzeptanz und sich mit irgendetwas abfinden, so in einen Topf werfen, und das sind aber zwei unterschiedliche Dinge. Ja. Das wollte ich heute kurz loswerden. Also zusammengefasst, dieses endlose Philosophieren und drüber nachdenken als ein schöner Zeitvertreib, sage ich mal, oder ein sich mal in so einem ruhigen Moment wie jetzt hier da darüber Gedanken zu machen, das kann eine sehr angenehme, schöne Sache sein. Ich fände es schade, oder ich finde es immer sehr schade und unproduktiv, wenn das so ein krampfhaftes Suchen nach irgendwas wird und man sich damit, ja, das fast schon krankheitswert annimmt irgendwie, wenn man sich damit selbst belastet und unter Druck setzt, ja. Ja, verwehrt man sich selbst auch so die Möglichkeit, auch mal Dinge einfach so zu genießen, wie sie sind, ja, und einfach mal so anzunehmen, wie sie eben gerade sind, weil wir es oftmals nicht anders verstehen oder
beeinflussen oder ändern können oder sowas, ja. Und ich finde, wenn ich an, keine Ahnung, an solchen schönen Orten bin wie dem hier oder sowas, dann tut es auch verdammt gut, einfach mal das so hinzunehmen, nein, nicht hinzunehmen, sondern anzunehmen, wie es ist, und das einfach mal auf sich wirken zu lassen und zu genießen, ohne es ständig zu hinterdenken. Und wenn man es hinterdenkt, dann vielleicht in einem positiven Sinn. Und wenn man sich vielleicht, wenn man vielleicht an dem Punkt ist, huch, es fliegt mir eine Fliege ins Auge, bleib am Leben. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht irgendwie zerquetscht oder sowas. Wie auch immer, jetzt hat die Fliege mich rausgebracht, aber das ist auch nicht so wichtig. Ich glaube, ihr habt den Sinn der ganzen Sache verstanden. Und ich werde jetzt noch ein bisschen hier so sitzen bleiben und werde noch ein bisschen über den Sinn des Lebens nachdenken. Nein, Quatsch. Nein, ich werde das einfach nur genießen jetzt hier, wie es ist. Habt noch einen schönen Tag. Na, geh aus.